Ja, Kurs ist gesetzt, ich gebe Gas. Ja, du sagst es. Los, schieß auf die. Ich hol alles raus, was ich kann. Wir können nicht schneller fahren. Die sitzen uns einfach im Nacken. Ihre Boote sind kleine. Haben sie. Gute Idee. Ja, okay. Wo sind sie? Verdammt. Die machen alle platt. Du auch. Schieß doch mal mehr auf die, dann muss ich die nicht überfahren. Oh Gott. Wir müssen ausweichen, wir dürfen uns nicht treffen lassen. Oh Gott. Wo ist die Insel? Oh shit. Ich komme, ich komme. Okay. Okay. Shit, Motor im Eimer. Was? Ich kümmere mich drum. Gib mir Deckung. Okay. Du weißt, dass ich noch nie so viel geschossen habe, ja? Man könnte mich als Anfänger darstellen. Aussehen lassen. Nein. Gut. Wir sitzen gar nicht fest. Ihr sitzt fest. Ach, nein. Ja. Schön. Fortschritte sind zu wenig. Er muss fertig werden. Okay. Na klar. Du schießt auf die. Los. Ups. Ui. Ja, fast noch dagegen gefahren. Nathan? Nathan? Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Ja. Es ging nicht nur um das Buch. Doch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche, du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer.
Sam. Mein Bruder. Mal frische Luft hier reinlassen. Dann können wir nämlich erstmal die Zuschauer begrüßen und können sagen, herzlich willkommen bei Uncharted 4. Ja, wie man schon gesehen hat, Playstation und so, ne? Ich spiele jetzt nicht unbedingt so oft auf der Playstation. Ich quatsche erstmal kurz ein ganz klein bisschen als Einführung. Oh, wir können uns aufs Dach stellen, ne? Da ist die Aussicht wahrscheinlich schöner. Ich spiele nicht so oft auf Playstation, bin also im Schießen da auch nicht ganz so gut. Darum habe ich auch die Zielerfassung an. Und ich habe den Schwierigkeitsgrad Forscher genommen, denn ich möchte hier nicht irgendwie 20.000 Tode sterben in irgendwelchen Kampfhandlungen, sondern möchte eigentlich mehr die Geschichte genießen. Ich denke, es auch in eurem Interesse, dass da nicht eine Folge lang nur Sterbesequenzen kommen. Ja, ich sehe dich doch. Du kannst da hinten leuchten, wie du willst. Ist das irgendein Morsecode oder ist das einfach nur zufällig irgendwas? Keine Ahnung. Und da ich auch das erste Mal jetzt ein PlayStation-Spiel aufnehme, gab es natürlich auch gleich Probleme. Denn es ist, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass ich jetzt dieses Spiel hier beginne gerade. Ja, ich habe immer irgendwelche Soundprobleme. Ich hoffe, dass es diesmal vernünftig läuft. Bei Testaufnahmen geht es immer irgendwie, nur sobald ich da mal ein bisschen länger was aufnehme, geht es nicht. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal los. So, gucken wir hier hoch. Hoch und rüber. Ja. Oh. Ach nee. Ziemlich rutschig. Ja, war ein bisschen glatt. Das hab dich mal nicht so. Na, hoch, hoch mit dir. Der hat keine Kraft in der Arme. Ich hoffe, dass ich auch schaffe, dass ich relativ hinterherkomme mit dem Aufnehmen, dass jeden Tag eine Folge kommt. Ich werde auch wie immer versuchen, die 20 Minuten irgendwie einzuhalten. Hier durch? Ach, hier ein Fenster. Okay, still und leise. Ja, ganz, ganz leise. Dass uns niemand hört. Gibt's hier irgendwas Schönes? Ich werde auch nicht alle Schätze suchen. Wenn wir mal welche finden, dann ist schön. Aber wie gesagt, ich werde die jetzt nicht unbedingt suchen. Ja, dann müsst ihr euch das Spiel selbst kaufen. Gibt's hier irgendwas Feines? Nö. Macht mir schon ein bisschen Angst hier. Sieht aus wie so ein... Ja, ein bisschen altertümlich, ne? Nicht. 15, 16 Jahre kann das sein. Vielleicht auch 20er, 30er, weiß ich nicht. Ich komme nicht aus der Zeit. Aber trotzdem sieht's nicht sehr vertrauenserweckend aus. Wir gehen mal raus. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, ihn aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay? Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Die stehen bestimmt aufeinander. Was tut sie? Okay. Schauen wir mal. Können wir uns hier irgendwie noch weiter verstecken? Gibt's hier. Oh, komm, kriegen wir da was Feines? Hallo? Oh. Meine Akte. Wow. Die haben eine Akte. Meine Akte. Achso. Lesen. Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem... Was? Ach so, von Nathans Büchern in die Luft herumfuchtelt... in der Luft herumgefuchtelt hat. Um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt, um den Größeren... und den Größeren umgeworfen. Erlesen ist auch nicht so mein Ding. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen. Doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Administrative Unterschrift. Pater Ryan Duffy. Achso, jetzt noch umdrehen können, ne? Gab's auf der Rückseite was? Drehen. Gut.
Scheinbar nicht. Gibt's hier noch irgendwas? Nö. Wo bist denn du? Irgendein Partner, okay. Wir schauen mal. Ui. Und wir gehen einfach mal hier rein. Ich muss zu dem Fenster. Okay. Na dann. Go. Na los. So. Bewegung, Schwester. Ich habe zwar schon dreimal angefangen, aber irgendwie. Zum Herausrollen, ne? Da quarzt die Ecke. So. Mir hier irgendwas erzählen, weißt du, ich soll mich benehmen und an Regeln halten. Und dann hier aber heimlich am Fenster. Ja, ja, mach schnell weg, ne? Darf ich bloß nicht sehen. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Los, verschwinde. Ich will zu meinem Bruder. Und ab dafür. Da ist er. So. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Ja, ja, ich sehe dich doch. Du musst da nicht mit deiner Lampe fuchteln. Okay, dann ja. Hui. Ups. Entschuldigung, das war nicht mal geplant. Ich hab falsch Taste gedrückt. Fast geschafft. Sehr vertrauenserweckend. Ja, genau. Ich würde mich hüten, da hochzuklettern. Genau aus dem Grund. Sam? Kann sich jemand verstecken? Da fragt man sich, wo ist er? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Was ist raus? Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Oh, Sam, guter Sprung. Ich bin zu klein. Hier. Okay. Danke, Bruderherz. Alter Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zu futtern? Klar. Trockenbrot und Wasser. Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Hier erinnere ich mich. Am Fenster rauchen sind sie alle. Hier geht es, Pater Duff. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee. Keine Lust auf Schuldgefühle. Dann hättest du nicht abhauen dürfen. Hier lang. Jetzt hätte man auch keine Schuldgefühle. Das war leicht. Was? Leicht? Oh.
kein Türkal. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Mein Bruder ist Spider-Man. Hier, komm schon. Du bist dran. Okay. Ich bin auch Spider-Man. Wir sind die Spider-Bros. Na hoch. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Crystal? Ja, mal nein. Aktuell, ja, nein. Völlig überbewertet. Also als Freundin. Ne? Ja, auch. Ich kann es nicht falsch verstehen. Okay. Wir brauchen so schon. Ohne Mumm, kein Raum. Bitte was? Na los, Nathan. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Okay. Ich gebe mir mal Mühe. Wir nehmen Anlauf, ne? So, und... Hui! Hab dich! Siehst du? Kein Problem. Ja. Ich kein Ding. Große Brüder halt so da sein. Ne? Zum Auffangen, wenn man über Häuserdächer springt. Ziemlich cool, was? Oh Gott. Ja. Hier voll. Da schwindelig werden. Aber schön aussieht. Doch. Ist das eine Stadt oder ist das ganze Ding hier, diese Time? Hier durch. Direkt hinter dir. Verzeihung. Was? So. Nee, so. Achso. Wie gesagt, ich spiele jetzt nicht unbedingt okay. So auf dem Controller. Bevorzugt sind Maus und Tastatur. Okay. Aber ich dachte mir. Durch die Mitte. Ich spiele erstmal Spiele, die schon haben. Hm. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Hui. Hey, Respekt, mein Freund. Ja, wie gesagt, ich spiele erstmal Spiele, die ich schon habe. Oder noch habe. Ja. Bereit, Tarzan? Klar, wie was? Mach ich zuerst? Ja. Okay, weiter. Mal runterfallen. Okay. Geronimo. Oder siehst du? Ohne Probleme, ne? Ja, du. Hui. So hoch komme ich nicht. Schöner Ausblick, was? Ja. Ja, hab ich davon schon gesagt. Nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Ach, Sammy. Hier und na schau klar. Mir zu. Ja, genau. Das habe ich in meiner Kindheit auch immer gemacht. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Ich hatte noch so viel vor in meinem Leben. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Okay. Geschafft. Ja,
Natürlich. Mein ganzes Leben zog gerade an mir vorbei. Hat nicht sehr lange gedauert. Hier, folge mir. Weißt du was? Was denn? So, jetzt bist du mal dran. Ich? Oh, danke. Echt? Ja, echt. Wow. Ich folge dir dann. L1? Da. Achso, ich muss loslassen. So geht das, Nate. Okay. Okay. Dann mal los. Ach, guck mal, wie praktisch, dass da unten gleich eine Einkerbung in der Wand ist, ne? In der Mauer. Dann schwingen wir mal rüber. Und hui. Das ist sicher, ich hab's nicht lesen können. Ich war beschäftigt. Okay. Hey, du hast dein cooles Seil losgelassen. Willst du nicht hochkommen? Oder hängst du da jetzt nur so rum? Sam? Ich geh mal ein Stück. Vielleicht bewegt er sich ja dann. Sam? Na, geht doch. So. Achso, ich runter? Okay. Nach dir. Das war nichts. Na dann. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ne? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja.